Du hast es schon angesprochen, das Thema Kontinuität spielt natürlich bei uns auch eine sehr große Rolle. Wenn ich nach oben denke, da hängen schon drei Trikots, da ist Daniel Strauch, Pavel Bečka, Tyrell McCoy. Jetzt natürlich aktuell spricht jeder nicht nur für uns eine Legende, sondern im ganzen Basketball in Deutschland eine Legende, Ricky Poelting, aber auch auf der Trainerposition. Wir hatten in den letzten Jahren wirklich wenig Wechsel. Jetzt Ladan Rijančić spricht es an von 2015, jetzt Vertrag bis 2023. Ein Ricky Poelting 14 Jahre hier, aber auch ein Chris Kremer 5 Jahre, ein Rashid Maher-Basic 4 Jahre. Aber hier, die hier oben hängen, Tyrell McCoy 6 Jahre, Pavel Bečka 9 Jahre. Das Thema Kontinuität, das wird ja auch mit Oldenburg immer in Verbindung gebracht. Wie wichtig ist das auch, du sprichst es, um diese Fankultur aufzubauen, diese Identifikation aufzubauen? Ja, das ist ja deswegen schon wichtig, wenn man sich für eine Kultur entscheidet. Und wir haben uns nun mal für eine sogenannte werteorientierte Kultur. Da lachen manchmal der eine oder andere drüber und sagen, das sind ja Attribute, die haben ja auch nicht wirklich eine Bedeutung. Aber sie werden ja tatsächlich auch gelebt. Und sie werden nicht nur gelebt, sondern sie werden ja auch trainiert. Und wenn ich einige Attribute anführe, wie was heißt denn Verantwortung, was heißt denn überhaupt Vertrauen, dann sind das oft Worte, die man leicht in den Mund nimmt, aber die man auch erlernen muss. Und wenn einer sie nicht erlernt hat, dann muss er sie erlernen. Aber er muss auch natürlich, wenn er zu uns kommt, diese Voraussetzung mitbringen. Und diese Spieler, die heute zu uns kommen, die bringen die Voraussetzung mit, sehr diszipliniert zu arbeiten, auch auf dem Spielfeld Initiative zu entwickeln, eine positive Energie permanent zu haben, nicht darüber zu jammern, warum wir verloren haben beispielsweise, sondern sich wieder neu auszurichten. Das gilt insbesondere natürlich für die Trainer, die das vorleben müssen. Und da steht an erster Stelle Ladan Rijančić, der das perfekt vorlebt. Ich glaube, es gibt keinen, der werteorientiert besser arbeitet als er. Und der das für sich auch verinnerlicht hat, wenngleich es natürlich immer wieder auch zwischendurch Emotionen gibt, wo Laden auch immer mal aus der Haut fährt. Aber diese Dinge, das ist das Fundament, auf dem wir letztlich die ganze Entwicklung unseres Clubs aufgebaut haben. Und die sind absolut notwendig, damit daraus eine Erfolgsgeschichte überhaupt sich entwickeln kann. Damit sich überhaupt eine Leidenschaft entwickeln kann, muss ich sie alle auf einen gemeinsamen Nenner bringen und ich muss sie alle in eine gemeinsame Richtung führen. Und ich glaube, das trifft sowohl für alle unsere Mitarbeiter im Club zu, das trifft zu für die Spieler, für die Trainer. Und ich glaube, diese werteorientierte Kultur, die wir leben, führt letztlich dazu, dass es auch eine Kontinuität gibt. Und zwar deswegen, weil derjenige sie beibehalten möchte. Er möchte eigentlich sich gar nicht verändern. Er möchte gar nicht zu einem anderen Club wechseln. Ich habe kaum einen Spieler erlebt, der sagt, ich gehe jetzt wirklich gerne, weil es mir hier nicht gefällt, sondern sie wollten alle hier bleiben. Das Einzige, was bei dem einen oder anderen eine wesentliche Rolle gespielt hat, ich nehme mal den Spieler Brian Quali, der mit Tränen in den Augen vor mir stand und sagte, ich habe ein super Angebot aus Russland. Ich sage, Brian, du musst da hingehen. So viel Geld können wir dir hier nicht bieten. Wir können dir andere Dinge bieten, die für uns einen hohen Stellenwert haben. Ja, sagt er, ich weiß das zu schätzen. Aber ich sage, nimm es an, mach es. Das ist vielleicht ein nächster Schritt. Vielleicht gefällt es dir nicht so gut. Aber das Finanzielle, das können wir dir nicht leisten. Und dafür müsstest du ja nahezu 5 Jahre spielen, um das zu verdienen, was du dort in 2 Jahren verdienen kannst. Und das sind solche Ausnahmen, die treten dann ein. Aber die meisten nehmen Kompromisse in Kauf, finanzielle Kompromisse in Kauf, weil wir uns das wirklich nicht leisten können. Aber sie fahren damit besser. Ein bestes Beispiel ist ein Rashid. Rashid ist jetzt, glaube ich, im 5. Jahr bei uns. Rashid hat in den früheren Jahren von Jahr zu Jahr gewechselt, weil er möglicherweise sich nicht wohlgefühlt hat, weil es auch neue finanzielle Angebote gegeben hat. Aber ich glaube, das war mit ein ganz entscheidendes Merkmal, sich hier auch mit seiner Familie zu entwickeln und sich wohlzufühlen in unserer Wohlfühlstadt Oldenburg, dass er einfach hier bleiben möchte. Und das trifft für viele, viele Spieler zu. Klar, wenn wir von Kontinuität sprechen, müssen wir natürlich auch noch mal kurz auf unseren Kapitän zu sprechen kommen, Ricky Poelting, der seit 2007 da ist, der mit Sicherheit auch in dem einen oder anderen Jahr gute andere Angebote hatte. Aber du sprichst es an, dem halt auch was anderes wertvoller war oder gerade für seine Familie, er den Standort Oldenburg als wichtig erachtet hat. Dass er eine große Rolle spielt, darüber brauchen wir gar nicht reden. Aber was schätzt du persönlich an ihm? Ach, da gibt es so viele Eigenschaften, die Ricky verinnerlicht, die sind eigentlich fast zu ideal, als dass man in irgendeiner Weise irgendetwas finden könnte, was zu verbessern wäre. Also ich halte ihn für einen idealen Menschen, den man kaum in seinem Leben
findet. Also er ist sowohl, was seine körperliche Konstitution betrifft, ist er ein Ausnahmespieler. Der hat Gene in sich vereint, die ich bei kaum einem Spieler gesehen habe. Also wenn Ricky Paulding mal umknickt, dann denkt jeder, da muss er jetzt 4 Wochen wegen einer Bänderdehnung zu Hause bleiben und kann nicht trainieren. Nein, bei ihm ist das anders. Es ist auch bei ihm anders, wenn er ein Interview gibt. Es ist eher schüchtern, es ist eher zurückhaltend, es ist weniger kritisch, sondern er lebt diese Dinge vor und das zeichnet ihn insbesondere aus. Also er schweigt eher und er lebt diese Dinge vor und er macht sie einfach. Und alle eifern ihm nach und alle möchten mit ihm eigentlich diese Dinge dann auch gemeinsam erleben. Ich kenne viele Spieler, die gesagt haben, für mich ist ein entscheidender Grund, um nach Oldenburg zu kommen, weil Ricky Paulding dort spielt. Und ich möchte einmal in meinem Leben mit ihm zusammenspielen, weil ich unheimlich viel von ihm gehört habe und weil er alle diese Dinge in sich vereint und weil ich eine Menge von ihm lernen kann. Also er ist menschlich einfach ein Top-Typ, er ist als Familienvater ein Top-Typ. Er ist als Spieler, als Kapitän ein unglaublich fantastischer Mensch und er ist ein total bodenständiger Mensch und das zeichnet ihn aus. Er ist also nahbar, er ist ein Idol, er ist ein Imageträger dieser Stadt. Er ist was ganz Besonderes und ich muss immer wieder sagen, er ist ein Glücksfall für Oldenburg.